Wer von der Alster den Blick Richtung Rathaus schweifen lässt, dem eröffnet sich ein bekanntes Bild in Hamburg. Eine Baustelle. In der Bürgerschaft im Hintergrund nutzt die CDU das Verkehrschaos gekonnt für den Wahlkampf und teilt unter dem Tenor Hamburg steht still, weil Rot-Grün es so will, heftig aus. Stau und Baustellen, soweit das Auge reicht. Und das Einzige, was in dieser Stadt tatsächlich gut organisiert ist, ist das tagtägliche Verkehrschaos auf unseren Straßen. Und dabei sind Baustellen ja eigentlich was Positives, weil sie Ausdruck davon sind, dass die Infrastruktur instand gehalten wird. Aber wenn man so dilettantisch die Baustellen koordiniert, so wie sie es tun, ist es kein Grund, sich zu freuen, dann ist es ein Grund, traurig zu sein. Der Hamburger Senat wehrt sich. Die Infrastrukturprobleme in Deutschland habe man noch aus der Regierungszeit Merkels von der CDU geerbt. Auch scheint der Verkehrssenator die Beobachtung, Hamburg stehe still, deutlich anders zu sehen. Verkehrsdaten des Unternehmens INRIX würden zeigen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit an einem Werktag in Hamburg 2021 bei 34,7 km/h lag. Zwei Jahre später bei 35,4. Ich stelle also fest, dass ausweislich des wichtigsten Mobilitätsdatensunternehmens der Stadt, der Welt, die durchschnittliche Geschwindigkeit des Autoverkehrs in Hamburg in den letzten drei Jahren gestiegen ist. Und meine Damen und Herren, das, was Sie erzählen, ist in der Sache völlig faktenfrei, meine Damen. Es ist wirklich faktenfrei. Trotzdem sieht Thering die Baustellen und die damit verbundenen Staus in der Stadt als großes Problem. Und darunter leiden nicht nur der grüne Lieblingsfeind, das Auto, sondern eben auch der Nahverkehr und ganz besonders Hamburgs Busse. 2019 versprach Bürgermeister Peter Tschentscher noch pünktlich vor den letzten Bezirkswahlen einen Kraftakt zur Beschleunigung der Busse bekommen, haben die Hamburgerinnen und Hamburger genau das Gegenteil. Hamburgs Busse werden immer langsamer. Bezug nimmt Thering auf eine Anfrage an den Senat. Agnes Tjarks kontert. So sei die Busgeschwindigkeit von 2001 bis 2011, also unter CDU-Bürgermeister Ole von Beust, durchaus gesunken. In den letzten 10 Jahren, also unter Führung der SPD, allerdings gleich geblieben. Und Herr Thering, das sind kleine Unterschiede nur, aber Sie sollten einmal zur Kenntnis nehmen, wenn Sie mal diese Anfrage angucken, sind in Ihrer Regierungszeit die Busse langsamer geworden, in den letzten 10 Jahren die Busse der Hochbahn nicht, da müssen Sie nicht Kopfschütteln, müssen einfach die Anfrage gucken. Und ich kann Ihnen einmal sagen, das ist ein Teil, aber der Punkt ist, dass Herr Thering hier die ganze Zeit durch die Gegend schreit und dann noch nicht mal auf Basis von Fakten. Und das musste ich Ihnen einmal darlegen, meine Damen und Herren. Dass die CDU es aber besser kann, will Thering in Zukunft beweisen. Am liebsten wohl als Hamburger Bürgermeister. Der CDU-Chef und Fraktionsvorsitzende redet sich nicht zum ersten Mal in Wahlkampfstimmung. Man will sich als bessere Alternative zu SPD und Grünen präsentieren. Wir wollen den Nahverkehr in den Stadtteilen stärken. Wir setzen auf moderne Technik, um Verkehre zu leiten und endlich grüne Wellen zu ermöglichen. Wir werden Baustellen besser miteinander abstehen und parallele Bebauung auf allen Ausweichrouten nicht mehr zulassen. Wir werden den gegenwärtigen Parkplatzabbau stoppen und mit Quartiersgaragen in den Stadtteilen für Entlastung sorgen. Es war ein Schlagabtausch mit teils rauem Ton in der Bürgerschaftssitzung. Das Thema Verkehr wird wohl bis zur Bürgerschaftswahl 2025 immer wieder intensiv diskutiert und möglicherweise wahlentscheidend.